Hallo und herzlich willkommen zum Konzepttest Nummer 9, die kinetische Gastheorie der Luft im Fach Physikalische Chemie. Bevor ich mit der eigentlichen Fragestellung anfange, werde ich erstmal die wichtigsten Grundlagen der Gastheorie erklären. Zuerst einmal die Modellvorstellung. Es ist essentiell, dass die Gasteilchen eine Masse sowie eine Geschwindigkeit besitzen. Außerdem ändert sich die Geschwindigkeit und somit auch die Energie der Teilchen sehr häufig, weil sie auf andere Moleküle oder Atome stoßen. Daher werden von diesen Größen Mittelwerte gebildet. Weiter geht es mit der Maxwell-Boltzmannschen Geschwindigkeitsverteilung. Aus der Verteilungsfunktion kann abgelesen werden, wie viele Teilchen sich mit einer Geschwindigkeit im Intervall bewegen. Wichtig zu wissen ist, dass die Funktion nicht symmetrisch ist und es keine maximale Geschwindigkeit gibt. Außerdem entspricht die Fläche unter der Kurve dem Wert 1. Kommen wir nun zum Konzepttest. Die Frage lautet, Luft ist ein Gemisch aus Stickstoff, Sauerstoff und Argon. Welche Aussagen über die Luftmoleküle bzw. die Atome sind richtig? Zur Auswahl stehen A. Argon und Sauerstoff besitzen die gleiche mittlere Geschwindigkeit. B. Sauerstoff ist im Mittel langsamer als Stickstoff. C. Argon ist im Mittel am langsamsten. Und D. Argon und Sauerstoff besitzen die gleiche mittlere Energie. Für A, B und C müssen die Geschwindigkeiten berechnet werden. Dies geht über folgende Formel. V ist gleich die Wurzel aus 8 mal R mal T geteilt durch Pi mal M, wobei R für die allgemeine Gaskonstante steht mit einem Wert von 8,314 Joule pro Mol mal Kelvin, T die Temperatur angibt und M die molare Masse. Die mittleren Geschwindigkeiten für Stickstoff, Sauerstoff und Argon sind rechts aufgeführt. Mit diesen Werten kann man bereits einen Großteil der Fragen beantworten. Zu Aussage A. Argon und Sauerstoff besitzen nicht die gleiche mittlere Geschwindigkeit. Argon ist mit einem Wert von 398 Meter pro Sekunde deutlich langsamer als Sauerstoff mit 444 Meter pro Sekunde. Die Aussage ist somit falsch. Auch die zweite Aussage B ist nicht richtig, denn Sauerstoff ist langsamer als Stickstoff, wie hier auch dargestellt ist. Aussage C hingegen ist richtig. Vergleicht man alle drei Geschwindigkeiten, ist Argon tatsächlich das langsamste Gas, gefolgt von Sauerstoff mit einer mittleren Geschwindigkeit und dem schnellen Stickstoff. Um Aussage D bewerten zu können, muss man die Formel für die mittlere Energie beachten. Sie lautet E, also die Energie, ist gleich 1/2 mal M mal V zum Quadrat. Die Energie ist nicht nur von der Masse, sondern auch von den Geschwindigkeiten abhängig. Und somit kann die Energie von Argon und Sauerstoff also gar nicht gleich sein. Die Aussage ist also falsch. Vielen Dank fürs Zuhören.